Sport macht Spaß. Davon konnten sich die Besucher des Sportparkes am Samstag beim Tag des Sports überzeugen. Auf dem weitläufigen Areal vom Sportplatz des TV an der Wasserwerkstraße bis zum Fußballstadion des VfR Bürstadt und zum Gelände des Pfeil- und Bogenclubs präsentierten 14 Vereine ihre Angebote und Mitmachaktionen. Wir haben unser großes Material heute bei. Wir haben die Hüpfburg dabei, wir haben die Kletterwand dabei, wir haben das Schuttau dabei. Unser Benjamin steht drüben auf dem anderen Gelände noch. Und für den Schatten haben wir noch das Domzelt hier. Das Bogenschießen bot ebenfalls sehr viel Spaß für die Kinder als auch für die Erwachsenen und die Vorsitzenden. Heute bieten wir an, im Rahmen des Tag des Sports, einen Tag der offenen Tür, ein Gästeschießen sozusagen. Wir bieten an, die Leute können mit den leichten Vereinsbögen probieren, auf eine kurze Distanz möglichst ins Gelbe zu schießen. Also es heißt ja, alle ins Gold, unser Leitspruch. Und von daher versuchen wir, das so anzuleiten, damit die Gäste auch ein Erfolgserlebnis haben. Auch der Vereinsvorsitzende des TV Bürstadt zog positives Fazit gegenüber dem Tipp. Hier findet heute der Sportpark, der Tag des Sportes, gedacht als Teil des Jubiläums, um einfach ein Jubiläum der Stadt, das Jubiläum 1250 Jahre, auch mal sportlich darzustellen. Und die Vereine zeigen hier Gemeinschaftlichkeit. Wir haben 17 Vereine aktiviert, die sich hier darstellen, machen eine Werbung, Mischung aus Show, Programm, Mitmachangebot und laden jeden Bürstädter und jeden Bürger im Umfeld ein, einfach mal unsere Sportvereine kennenzulernen. Die Vorbereitung war sehr intensiv. Man muss ja versuchen, diese vielen Vereine unter einen Hut zu bringen. Die Verwaltung hat hier viel geleistet und auch die Vereine waren sehr frühzeitig schon engagiert dabei, die einzelnen Punkte und die einzelnen Positionen hier zu definieren und festzulegen für den heutigen Tag.